Oh, bitte vorlesen. Mit der in C beschriebenen Technik bestimme man die gemeinsamen Punkte der folgenden Parabelscharen. Y ist gleich m mal x minus 1 mal x minus m plus 3. So, erster Schritt, was machen wir als erstes? Ja, bitte. Für m 1 und für m 2 einsetzen. Gut, setzen wir für m gleich 1 ein. Dann haben wir 1 mal x minus 1 mal x minus 1 plus 3. Und das ist eine binomische Formel, das kann ich direkt ausrechnen. Das ist x² minus 2x plus 1, weil hier noch plus 3 steht, steht dann plus 4. So, jetzt habe ich bei m gleich 1 eingesetzt. Was mache ich als nächstes? Als nächstes, als nächstes. Was sagt der Plan? Dann machen wir das doch. Und dann habe ich 2 mal x minus 1 mal x minus 2 plus 3. Das hier ist x² minus x² plus 3x plus, fast, ich muss es selber rechnen, 2 mal x² minus x minus 2x ist minus 3x plus 2 plus 3. Und das kann ich dann weiter zusammenfassen, das ist 2x² minus 6x plus 4 plus 3 ist plus 7. Habe ich gemacht, nächster Schritt. Nächster Schritt, ja bitte. Gleichsetzen. Diktieren bitte. X² minus 2x plus 4 ist gleich 2x² minus 6x plus 7. Haben wir gleichgesetzt. So, da gibt es ein Indiz in dieser Gleichung. Was ist das Indiz? Hinten bitte. Dadurch, dass wir ein x haben und ein x. Nein, was ist das Indiz? Ein Indiz, ja? So, x². X² ist das Indiz. So, jetzt haben wir das Indiz, jetzt kommt dadurch. Also würde ich so gleichsetzen, dass wir 0 ist gleich und dann der x² und x auf einer Seite haben, dass wir die Mitternachtsformel anwenden. Sehr gut. Das heißt, das x² ist ein Indiz für die Mitternachtsformel. Genau das ist die Idee. So, das heißt, ich subtrahiere das, ich addiere das, habe hier ein 4x. Und dann subtrahiere ich noch den. Ich habe also ein x² minus 4x plus 3. Guckt bitte, dass ich mich ja nicht verrechne. Kontrolleur, immer ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Gut. Jetzt haben wir diese Gleichung und ich vermute, da kommt raus fürs x1 gleich 1 und fürs x2 gleich 3. Schmidtsche Schätzung wird schon klappen. Das heißt, wir haben das jetzt gerechnet mit der Mitternachtsformel, beziehungsweise ich habe es nicht mit der Mitternachtsformel gerechnet, habe ich es gerechnet. Weiß keiner? Ja? Mach ich anders. Gut, reden wir nochmal drüber. Aber habe ich auch schon einen Film drüber gedreht. Das heißt, ich habe das jetzt gerechnet, besser gesagt, ich habe es geraten. Ich habe die Nullstellen geraten und was muss ich jetzt machen? Ja, bitte? Ja, x1 in die ganz obere Formel. Und das notiert man so, fm von 1. Das heißt, setze für x gleich 1 ein, aber das m bleibt. Ja? Das heißt x gleich 1, das hier heißt quasi m gleich m. Ein bisschen blöd ausgedrückt, aber m bleibt halt. So, das setzen wir jetzt ein. Also hier oben müssen wir das einsetzen. Da kommt dann raus m mal. Wie geht das weiter? Ja, bitte. Auf 1 minus 1. Stopp, ich mache hier eine gelbe 1 draus. Ich habe so viel Gelb. 1, also ich setze die 1 ein, minus 1. So, wie geht es weiter? Ja? Mal 1 mal 1 minus m. Ja. Mal 1 minus m. Mal 1 minus m. Minus 3. So, so sieht das aus. Was passiert da? Ich kann das 1 minus m wegkürzen und bleibt plus 3. Ja, man hätte es besser ausdrücken können, ist aber richtig. Also es kommt am Ende 3 raus. Aber warum kommt die 3 raus? Warum? 1 minus 1 ist 0 und 0 so mal 1 ist 0. Und mal, da steht ein Mal dazwischen, hier steht ein Mal 0. Fällt alles weg. Also daraus folgt, was können wir jetzt sagen? Hinter? Das ist ein Schnittpunkt. Ein gemeinsamer Punkt. Ein gemeinsamer Punkt, 1-3 ist. P. 1-3. Warum ist der gemeinsam der Punkt? Da muss man noch vielleicht wenigstens denken, das Argument. Ja? Weil m wegfällt. So ist es. Und das passiert hier an der Stelle. Also das heißt, m ist weg. So, das war das fm von 1. Jetzt kommt das, was rechnen wir jetzt? Was rechnen wir jetzt? Vorne bitte. fm von 2. Beinahe.
Ja? Warum die 3 und nicht die 2? Alles klar. So, das ist der da. Ja. Vielleicht mache ich den hier gleich mal gelb, blau und den anderen nochmal schön gelb, dass man sieht. So, das heißt, ich setze jetzt die 3 ein. Jawohl, da ist sie. So, jetzt stopp, jetzt müssen wir erstmal rechnen, oder habe ich einen Fehler gemacht? Nee. Noch nein. Gut. Also, M mal, aber die Tafel sehe ich, glaube ich, ein bisschen. So, M mal, und jetzt habe ich hier 3 minus 1 mal 3 minus M plus 3. So, was kommt da heraus? Oh, der Rechner hat sich bewegt. Sympathisch. Was kommt da heraus? Kann ich gleich normal anmelden. So, was kommt da raus? Hinten? 6m minus m plus 3. Also hier haben wir eine 2. Also ich schreibe das erstmal um. Das ist 2m, das ist der da, mal 3 minus m plus 3. So, jetzt nochmal sagen. 6m minus 2m Quadrat plus 3. So, was fällt uns hier an der Stelle auf? Was fällt uns auf? Ja, bitte? M fällt nicht weg, also gibt es keinen gemeinsamen Punkt. Ja, falsch ausgedrückt. Es gibt schon einen, M, aber es ist richtig. M fällt nicht weg. Und daraus folgt? Daraus folgt hinten? Dass es nur ein gemeinsamer Punkt ist. Richtig, oder insbesondere 3-irgendwas ist kein. So, damit wir das in einem Griff haben. Kein gemeinsamer Punkt. Das heißt, der einzige gemeinsame Punkt, den wir haben, ist dieser hier. Der andere ist keiner. Also das heißt, P1-3 ist der einzige gemeinsame Punkt. Gibt es dazu noch Fragen?